Wir haben hier eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe, Niveau 10. Klasse, Mittelschule, Abschlussprüfung. In einer Lostrommel befinden sich 5 gelbe und 3 schwarze Kugeln. Und es werden 3 Kugeln nacheinander ohne Zurücklegen gezogen. 3 Kugeln. A. Zeichnen Sie für dieses Ereignis das Baumdiagramm und beschriften Sie die Äste mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Wenn da dreimal gezogen wird, wird es ein Riesenbaum. Wir haben gelbe Kugeln und wir haben schwarze Kugeln. Und dann wird ein zweites Mal gezogen. Gelb, schwarz, gelb, schwarz und ein drittes Mal. Gelb, schwarz. Gelb-Schwarz, Gelb-Schwarz, Gelb-Schwarz. So, wir haben 5 gelbe und 3 schwarze. 5 gelbe, also sind 5 von 8 gelb und 3 von 8 schwarz. Ich mache jetzt mal den gelben Ast hier drüben fertig. Ziehe ich noch eine gelbe, dann sind es 4 von 7. Ziehe ich eine schwarze, sind ja noch alle schwarze drin. 3 von 7. Ziehe ich noch eine gelbe, dann sind es noch 3 von 6. Und wenn ich hier 2 gelbe gezogen habe, dann habe ich hier immer noch 3 schwarze, 3 von 6. Hier habe ich eine gelbe weg und eine schwarze ist schon weg. Also sind noch 4 von 6 gelb. Und weil schon eine schwarze gezogen wurde, sind es dann 2 von 6. Okay. Schauen wir uns den Ast hier drüben an, wo schwarz als erstes gezogen wurde. Dann haben wir noch 2 von 7 schwarz, aber noch alle 5 grünen. Hier sind es noch 4 grüne. Hier sind es noch 2 schwarze. Dann habe ich hier schwarz gezogen, nochmal schwarz. Dann ist hier nur noch ein Sechstel, weil nur noch eine schwarze drin ist. Und es sind aber noch alle 5 Sechstel, 5 von 6 sind grün. Das wäre jetzt A, das wäre dieser Ereignisbaum mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. B. Berechnen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich die Farbfolge Schwarz-Schwarz-Gelb ergibt. Also möchten die einen bestimmten Ast, und zwar diesen hier, Schwarz-Schwarz-Gelb. Schwarz-Schwarz-Gelb. Das wäre das hier. Entlang dieses Astes multiplizieren wir die Wahrscheinlichkeiten und haben dann auch das Ergebnis. B. 3 Achtel mal 2 Siebtel mal 5 Sechstel. Ja, multiplizieren von Brüchen. Da werden Nenner und Zähler multipliziert. 3 mal 2 ist 6, 6 mal 5 ist 30. Und dann nehme ich einen Taschenrechner, 8 mal 7 mal 6. 8 mal 7 mal 6 sind 336. 336. Das wäre jetzt schon die Wahrscheinlichkeit. 30, 336. Wer das als Prozentangabe haben möchte, der teilt im Taschenrechner die Zahlen 30 geteilt durch 336. Dann erhält er 0,089, geht noch weiter, 2,8 als Dezimalzahl. Die zweite Stelle hinter dem Komma ist die Prozentzahl, weil es die Hundertstelstelle ist. Also sind es 8,9%. 8,9%. Okay. C.
berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass drei gezogene Kugeln die gleiche Farbe haben. Das bedeutet, ich schnapp mir eine andere Farbe und kennzeichne die Äste, die hier in Frage kommen. Das wäre grün, 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 dieser Ast. Und es wäre der Ast hier drüben schwarz, schwarz, schwarz. Die beiden Äste sind entlang des Astes multiplizieren, die beiden Äste werden addiert. Gut, C. 5 Achtel mal 4 Siebtel mal 3 Sechstel, das ist der Ast links. Jetzt addiere ich den anderen Ast, 3 Achtel mal 2 Siebtel mal 1 Sechstel. Punkt vor Strich, ich muss die Malaufgaben zuerst berechnen. Wir haben wieder 336. Und oben haben wir 5 mal 4 ist 20 mal 3 ist 60. Und das ist 3 mal 2 mal 1, das ist 6. Das wäre dann 66, 336. Das wäre jetzt schon die Wahrscheinlichkeit. Wer es wieder als Prozent haben möchte, teile ich die Zahl 66 geteilt durch 336. Dann erhalte ich 0,196. Und die zweite Stelle, die hier, ist die Prozentstelle. Also sind es 19,6% Wahrscheinlichkeit, dass ich hier aus diesem Topf drei gleiche Kugeln ziehe. Okay.